Ja, Leute, ich rufe ihn mal an. Felix von Mewdo. Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von 016265. Na, das ist ja toll. Große Klasse. Geht nicht ran. Ich versuch's gleich nochmal. Ich esse erstmal derweil mein Nutella-Brot. Ich habe ja schon einiges erlebt während der Telefonate, aber ja. Oh. Das noch nicht. Ja. Ich versuche nochmal. Vielleicht ist meine Verbindung. Jetzt. Ah, nee, Alter. So läuft das nicht. Ich will bei dem bekanntesten YouTube-Interviewer anrufen. Felix von Judo. Und was passiert? Er geht nicht ran. Also, das verstehe ich, wer will. Ich schreibe mal kurz. Das ist der wirklich der bekannteste. Er hat über 40.000 YouTube-Abonnenten, nur durch Interviews mit. Aha. Na, gucken wir mal her. Ich versuche das mal über Festnetz. Dann muss ich mal kurz. Weil ich kriege ja vom Insider die ganzen Nummern. Und jetzt mache ich einmal über Festnetz und hoffe dann, dass er rangeht. Leute, so ein schwieriges Tutorial. Wir sind schon bei 2 Minuten 27, hatte ich noch nie. Echt nicht, da kann ich ja noch mal ein Nutella-Brot hier essen. Jamie. Moment. Gibt's nicht. Geht nicht, gibt's bei mir nicht. Ich rufe jeden an und ich habe alle Nummern. Ja, haben mir die Aliens gegeben, wisst ihr? So, dritter Versuch, alle guten Dinge sind drei, jetzt müsste es klappen. Anruf bei Felix von Judo. Hallo? Hallo? Bin Hallo, ich besser. da beim bekanntesten YouTube-Interview Felix von Judo? Hier ist der Promi-Produzent Sören Schnabel, wie geht's? Wie bitte? Woher Sie meine Nummer haben, Herr? Wie war der Name nochmal? Schnabel, ich bin Hamburgs bekanntester Musikproduzent. Und von einem Insider, der Sie kennt und der sagte, ich soll Sie mal anrufen und interviewen. Und der sagte mir, Sie sind der bekannteste YouTube-Interviewer, Felix von Judo. Und das habe ich jetzt gemacht. Ist da was falsch dran oder? Ja, das ist ja ein Insider, das kann ich Ihnen ja nicht verraten oder dir besser gesagt. Ja. Ja, ich mache gerade ein schickes Video für meinen YouTube-Channel und habe dich, Schrägstrich Sie an der Leitung, weil Sie schon Gronkh interviewt haben und noch viele mehr. Können Sie mal ein bisschen zu sich erzählen? Ich nehme das jetzt für meinen YouTube-Channel auf, für meine Abonnenten, für meine Fans, für meine Freunde, ja, genau. Weil die. Das ist ja lieb. Meine Frage ist,
Sie haben ja Gronkh interviewt. Sie waren ja der Einzige, der Gronkh auch interviewt hat. Wen haben Sie denn noch interviewt außer Gronkh? Und warum haben Sie das, wie viele Jahre hat es gedauert überhaupt, an diese Abonnentenzahl zu kommen von über 40.000? Und warum haben Sie das damit angefangen und macht Ihnen sowas Spaß? Das jetzt, sind jetzt die Fragen. Ich habe ganz viele große YouTuber interviewt und ich habe das über mehrere Jahre aufgebaut, um es kurz und knapp zu halten. Ja. Können Sie ein bisschen lauter ans Telefon kommen? Ja, aber jetzt müssen Sie mir bitte nochmal genau erklären, aus welchen Hintergründen Sie mich kontaktieren. Also ich rufe im Moment sehr, sehr viele an. Ich habe zum Beispiel gestern mit Bastian Pastewka gesprochen oder mit Leuten von DSDS etc. Und ich kriege, wie gesagt, und YouTuber habe ich auch schon angerufen. Julians Blog war leider nicht am Telefon, da ging ein Greisrand. Also ich kriege die Nummern irgendwie aus dem Off vom Insider und soll dann da anrufen. Das ist der Befehl. Was ist ein Insider? Ja, das darf ich ja jetzt hier nicht vor der Kamera sagen. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr Aliens gesehen, falls Sie das wissen wollen, auf dem Lidl-Parkplatz und habe auch mit einem Kollegen eine Serie gemacht. Und meine Frage ist jetzt ganz lieb einfach, ob Sie uns mal interviewen würden. Was denn für Aliens? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also das ist wirklich sehr komisch gewesen. Was gab es denn heute Morgen zum Frühstück? Ein paar bunte Pillen, oder? Nee, ich hab hier ganz normal Nutella-Brot. Und wie gesagt, dann nur der HSV. Also keine bunten Pillen. Ja. Was haben denn jetzt die Aliens mit dem HSV zu tun? Ja, das wäre natürlich, wenn die Aliens jetzt machen könnten, dass sie jedes Spiel gewinnen, das wäre natürlich großartig. Ja. Okay. Und was ist das primäre Ziel dieser Kontaktaufnahme? Ich verstehe das alles. Also ich würde mich jetzt freuen, weil ich jetzt auch gesehen habe, so auf dem Channel jetzt war bei Ihnen jetzt länger kein Video, was ich ein bisschen schade finde, weil ich Sie ja auch verfolgt habe eine lange Zeit lang. Und dieses Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit, haben Sie ja auch Leif Erdin zum Beispiel interviewt und diese Stars. Ist richtig, ne? Ja. Und deswegen wollte ich ganz herzlich anfragen, ob mein Kollege, der Dr. Frank Stein, der extra aus Portugal gekommen ist, also wir haben die Serie Aliens in Hamburg und ich, Musikproduzent. Wer ist denn jetzt Frank Stein? Das ist ein Forscher aus Portugal. Wenn das jetzt würde auch zu ausufern, aber meine Frage ist einfach oder meine Bitte, ob Sie so lieb wären und uns dazu vielleicht ein Interview, also interviewen würden auf Ihrem Channel. Genau, und für unsere Serie vielleicht. Wenn Sie Zeit haben, wenn Sie Lust dazu haben. Ist ja mal was Neues. Machen Sie das immer so, irgendwelche Leute irgendwie anrufen und etwas bitten? Nee, das mache ich jetzt bei ihm zum ersten Mal. So, jetzt klingelt hier gerade das Bürotelefon. Sie müssen mal bitte ganz kurz dranbleiben. Ja, alles klar, kein Problem. Macht der ja spannend, ne, der Felix von Judo. Klingelt das Bürotelefon. Wir haben schon 8 Minuten 38. Ja? So, was? Ja. Okay. Also passen Sie auf. Wir machen es ganz kurz, weil ich habe hier heute auch ein paar Termine. Ja. Sie schicken mir gleich mal eine SMS, mal mit Ihren gesamten Kontaktdaten und dann, lasse ich mich mal dazu bereitschlagen, mir mal von Ihnen im Interview erklären zu wollen, wo Sie Aliens ich würde doch mal eine Ausnahme machen. Das ist ja großartig. Ich kriege schon Gänsehaut hier. Wirklich, Felix von Judo, das ist, mache ich sofort. Ich schicke Ihnen die SMS und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen wunderbaren Tag und werde das gleich meinem Kollegen so weitergeben. Ja, gut. Und grüßen Sie mal die Aliens, ne? Die Aliens grüßen? Ja, bitte. Alles klar. Tschüss. Tschüss.